Alles klar, ich würde sagen, wir versuchen uns noch einmal an diese Teamkampf-Serie hier, ne? Mit Schwan und so. Weil gegen Schwan und seine Tölpel da kämpfen müssen. Ironischerweise habe ich Raven dabei, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was passiert, wenn ich Raven im Team habe und ja, wir gegen Schwan kämpfen. Das wird vielleicht interessant. Und ja, ich bin Level 84 übrigens und ja. Die Mädels hier setzen alle ihre Flechtenzauber ein, die alle ganz wehtun und alles treffen. Und ja, Level 84, vielleicht mache ich genug Schaden, damit der eine nicht schnell genug heilt. Und ja, gehen wir rein, machen wir das. Wird schon klappen irgendwie. Ich überspringen, nö. Gut. Nur ein Level trainieren. Wenn ich Glück habe, bekomme ich hier enorme Erfahrungspunkte, damit das noch einfacher wird. So, ja, ich mache immer noch diese Strategie. Springflut. Das ist irgendwie voll überpowered, ey. Der Zauber trifft einfach alles mehrere Male. Übernehmen mit kannst du halt so oft spammen. So, ein bisschen schade. Ich glaube nicht, dass die Gegner dadurch kaputt gehen, aber die müssten nah dran kommen. Ancient Catastrophe. Ja. Wir haben, glaube ich, 75.000, ne? So. Ne, ja, mehr. Was? 74.000 doch hatten sie. So, kommt her. Also Schwan und Co. zu erreichen war ja jetzt nicht das Problem, ne? Sondern Schwan. An sich seine Blitzpiepen, Goofy und Donald und den einen Typen, der die ganze Zeit geheilt hat, LeBlanc. Unfair, ey. Ja, okay, trifft oder auch nicht. Ja, ich habe Metroidensturm auch eingepackt. So, so, und diesmal tun wir auch nicht rum, aber mit Fetty und ihre mystische Art, sondern den Schnurstracks auch mit Blanc los, damit der hoffentlich hier nicht die anderen die ganze Zeit hochhält. Das ist das Einzige, was hier am meisten Probleme gemacht hat. Das ist eigentlich das Einzige, was ein Problem hier dargestellt hat, der immer eine verdammte Leckerei eingesetzt hat und die dann alle hochgeheilt hat. So, Level 60 seid ihr. Habe ich schon alle untersucht, ne? Habe ich das? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Wir kämpfen immer noch gegen Schwaden, ne? Aber wenn ich Raven im Team habe, wie geht denn das? Ich mal gern sehen. Ja. Ja. Das ist natürlich jetzt kein Problem hier. 84. Ich glaube ich noch nicht. Ich habe gerade das frische Level abgeholt. Ich habe vergessen, noch Fertigkeiten so auszurüsten. Das ist gleich mal machen sollen, ne? Ja, was soll's. Warum wäre es für den finalen Boss, ne? Wir haben es immer noch hart zerstört. So, nur 3. Johann. Ja, komm mal näher. Boah, lass mich angreifen. Gut, alle sind hier. Everyone is here. Ich hoffe, das klappt auch hier. Diesen verkackten LeBlanc. Er ist ja voll unfair, der kann einfach mit einem Schlag alle so um 100.000 heilen, nee. Ohne irgendwie Vorbereitungszeit oder so, damit ich ihn noch aufhalten kann. Das ist ein bisschen überpowered, wenn du mich fragst. Dann muss ich den schnell viel AP abziehen. Okay, gleich kommt direkt eine mystische Art von Rita als Begrüßung. Wie weit die uns bringt.
So, vielleicht mal ein anderes Gummi einsetzen. Mein Gott, er hat viel geheilt. 755. So. Ich kann auch eine Leckerei einsetzen, aber kann ich mir nicht wieder neu kaufen. Deswegen machen wir halt so. Ananas Gummi, das kann ich mir einfach kaufen. Ich habe da Geld. Ich habe 300.000 Galt. Ne, 3 Millionen Galt. 300.000, das wäre ein bisschen wenig. Aber ich habe 3 Millionen Galt. Mio-Strom. So eine coole Attacke. So, jetzt kommt direkt als Begrüßung. Der hat auch nicht. Doch, der hat immer noch so viel. Setzen wir mal Mischgummi ein. So, ihr macht immer fertig, bitte. Ich warte geduldig. Komm schon, der hat doch keine Chance. Ehrlich, du kommst auf mich los. Ich meine, macht Sinn, ne, eigentlich. Was weg. Oh. So. Ja. Das ist keine Rüstung für eine Gilde, aber egal. Stärke ist Gerechtigkeit. Ich will den Ritter Geist sehen. Fertig kämpft. Ey, jetzt ist Schwan gar nicht bei denen. Was? Oh, ist doch voll, doof. Ey. Ja, okay, macht Sinn, ne? Aber komm schon. Fühlt dann irgendwie nicht den Sieg an, wenn du mich fragst. Oh, das wollte ich vielleicht nicht machen. Ach, warum dauert das so lange? Hat sogar noch reicht, gut. So eine coole mystische Art. So, das war schon, das war eine Menge Schaden. So, das hat aber irgendwie nicht so viel abgezogen, sehe ich gerade. Ja, nicht du, du. So, jetzt darfst du nur nicht deine verkackten Leckereien einsetzen. Und wir haben den Kampf sicher gewonnen. Das war langweilig ohne Schwan, ey. Ich habe irgendwie gedacht, weiß nicht, der wird vielleicht durch irgendwas ersetzt oder so, höchstens aber direkt ausgelassen oder so, das ist ja doof. Ja, ohne Schwan ist halt auch viel einfacher. Egal. Habe ich jetzt einen kleinen Sieg dann eingefahren. Aber ich glaube, das haben wir in der Tasche hier. Ich darf einfach ununterbrochen an. Deswegen gar keine Zeit zum Atmen. Ja, keine Chance. Nein, ich habe gerade gesehen, der wollte ein Dings einsetzen. Ey. Er hat schon die Hand so nach oben gehalten. So, oh, jetzt eine Leckerei. So, okay, das schaffen wir aber. Er ist gleich tot. Oh nein. Geht auf ihn los. Mich durch. Na, oh, jetzt hat er das eingesetzt. Was, Apfelgummi war das? War mal kein, also warum fragst du überhaupt? So gut. Nein, geh nicht auf mich los. Na komm, ich treffe den die meiste Zeit nicht, weil er am Boden liegt. In die Fresse. Okay, da läuft sehr einfach hier und er ist besiegt. So, sind noch ein paar Clowns hier übrig. Ja, die schaffen auch locker. Schon mal einen Gummi einsetzen. Erste für Estelle.
Oder war gerade ein Dings. Mein Gott, die haben gar keine Chance. Ich noch mal an, die Meteoriten, die fallen alle voll auf die drauf. Ey. Ich dachte, die tun random irgendwie ja durch die Gegend fallen, aber die sind alle direkt auf die drauf. Mein Gott, ey. Die haben immer noch so viel. Ne, der hat 16.000. Der ist gleich tot. Was ist das? Oh, war leider nicht ich, glaube ich. Mein Gott, ey. Tut mir schon ein bisschen leid. Nur so ein ganz kleines bisschen. Okay, ich weiß nicht, warum ich mit Flynn Roller ab immer. Der scheint irgendwie immer Rolle zu haben, obwohl ich nicht weiß wieso. Und doch nicht in den Waffen, glaube ich. Aber auf mich zu stechen, ey. Stich zurück, ich schlitz zurück. Ja. Und noch eine Kombi und du bist weg, ne? Na. Ja. Schlitz. Gut, egal, gewonnen. Schwan war nicht dabei, aber oh, geht noch weiter. Jetzt mich auf den Arm nehmen? What? Keine geile Monster, den Menschen erst recht nicht. Vorsicht vor dem tödlichen Schlag. Wenn wir das fertig kämpft, ey, willst du mich auf den? Wie soll ich denn das so? Boah. Ich meine, könnte man eigentlich schaffen, aber trotzdem. Also solange ihr nicht auch irgendwie blöde Dingens einsetzt, ne? Solange ihr nicht verkackt nochmal auch Heilobjekte einsetzt, ist das ja eigentlich nicht so schlimm. Ich hab so ein Gefühl, ich weiß, wer der Typ mit dem Hammer ist. König Kabum. Ich habe gesehen, er war im Überlimit. Der hat nicht so viel. Okay. Der ist im Überlimit gegangen, deswegen Boom. Ich mache einfach das hier. Weil sonst setzt der sein Überlimit, sein mystischer Art nur ein wahrscheinlich. Dann ist mein Überlimit weg und ich krieg nichts. Also ja, Boom. Was ist das? Der ist immer noch im Überlimit, was? Oh. Das heißen von den Jagdklingen. Die haben, ich meine, die haben viel AP, aber trotzdem. Okay, dann so haben die alle mystische Art, ich weiß ja gar nicht. Ich geh erst mal auf dich los, Carol. Warum gehst du die Gegnertruppe los, ey? Wo hast du diesen Helm? Den will ich auch haben. Genau, geht es dann noch immer noch weiter, ne? Das ist genau wie beim finalen Boss, ne? Ich dachte, ich habe den geschaffen, dann kommt auf einmal noch eine Form, ey. Bin das nicht toll, wie das Spiel hat hier macht irgendwie. Er hat dann irgendwie handhabt. So, solange keiner von euch irgendwie heilen kann, habe ich eigentlich kein Problem damit, ja, gegen euch zu kämpfen. Ich hoffe außerdem, ihr habt nichts Cooles zum Stehlen irgendwie. Au! Oh, er kann heilen. Ich habe, der hat irgendwie so 50.000 oder so geheilt. Super. Was da? Du bist aus dem Weg geholt, was? Ah, tödlicher Schlag. Was? Da wann können Gegner das machen? Ich meine, der hat gerade gesagt, pass auf vor dem tödlichen Schlag, aber ich dachte, da war jetzt irgendwie nur so ein Spruch oder so, keine Ahnung. Und wir hatten irgendwie voll eine Rüstung und so an. Boah, jetzt heilt der sich auch, ey. Der kotzt mich gerade so an. Ja, Rita, hau die kaputt. So, Bogen. Boah, hör auf. Ich noch nicht jeder Gegner hier heilen können, ey. Nein, ich will
Boah. Jetzt hat sich jeder Gegner hier verkackt, noch mal heilen kann, ey. Geh weg. Ah, ah, Biest. Ich glaube, ich bei was macht er jetzt. So, dich haben wir gleich kurz. Oh nein. Ich habe jetzt einfach nur, weiß ich nicht, so ein Effekt oder so. Wäre ein bisschen blöd, wenn nach 300 Stunden fast hier zum ersten Mal ich irgendwie so ein tödlicher Treffer irgendwie ab. Ich meine, einfach vorher noch nicht so. Nein, er wirft irgendwann auf mich. Also zurück sind die Gegner genauso schlecht, irgendwie einen tödlichen Treffer zu landen wie ich. Ah, wo ist er jetzt schon wieder? Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Aber er tot ist. So. Gehen wir auf Estelle. Wenn wir mal eine andere mystische Art sehen wieder. Ist ja langweilig von Lovita zu sehen, ne? Nächste Schad. Heilige Buße. Oh, wir wurden geheilt, habe ich gesehen. Auch nicht schlecht. So. Du. Gott. Was war das denn? Au. Habe ich R2 gedrückt. Oh, was? Ultimativ tödlicher Schlag. Hey. Aber weißt du was? Wenn ich bin wieder belebe, ist alles voll. Du Sack. Dann soll ich erstmal auf dich losgehen. Du bist ein bisschen gefährlich mit diesem tödlichen Aufschlag. Dann bin ich cool, ob ich so eine Schlange war. Das hat gesehen. Ah. Oh, bleib doch mal hier. Was? Warum ist denn der schon wieder? Warum bist du schon wieder wach? Was? Hey, was ist das? Hat sich wieder geheilt, ey. Was ist hier gerade passiert? Warum ist denn der schon wieder auf? Boah, ey, ich hab so keinen Bock, ey. Leute sagen, der Face hier. Boah. Der Augen löst sich Arzt aus, ey. Vor allem, welche Level sind denn die 60? Ich bin 20 Level höher als die und ich kriege immer noch auf die Fresse. Ich mach jemand anderen los. Boah. Ah, komm her. Oh Gott, da bin ich aus dem Weg gerannt. Okay, langsam. Boah, bleib doch mal hier. Boah. Oh, ich sehe gerade, du kannst zaubern. Du hast den wahrscheinlich wiederbelebt, ne? Komm her. Er gibt jetzt auf die Nuss. Ich habe gesehen. Du kannst zaubern. Das heißt, du kannst bestimmt Wiederbelebung einsetzen. Das heißt, du hast wahrscheinlich den wiederbelebt, ne? Irgendwie so was, ne? Boah, bleibst du mal hier, ey. Mir geht halt so auf den Nerven, dass die Gegner alle von mir weg sind, ey. Ja, ich bin zu weit weg. Also ich will mich auf einen Charakter hier konzentrieren, ne? Aber ich komme nicht. Oh, schon wieder. Oh. Die Zeit, die wird mir schon wieder hier aus dem Weg gehen, ne? Aber die wird mich hier schon wieder einen Strich durch die Rechnung machen, habe ich so. Boah, jetzt heilt er schon wieder ein. Mein Gott. Die eine, auf die ich los will, rennt von mir weg. Ja, und der heilt jetzt. Hey. Leute. Die eine, auf die ich los will, rennt die ganze Zeit von mir weg. Dann kommen alle anderen auf mich los. Ey. Ja, ist gut, geh weg. Aber was war das denn jetzt? Estelle. Er war jetzt ja gerade im Ding, im Überlimit. Oh Gott. Ey. Oh. Ja, zum Glück trifft er die irgendwie nie. Sein Heilkreis.
Oh Gott. Nein. Boah, die Junge. Lass mich doch mal jetzt chillen. Du musst nur 18.000 kommen. Nicht ausgewichen. Boah, Junge, geht doch mal weg von mir. So, als nächstes kommst du dran. So. Aber erstmal. Erstmal kommt wieder Springflut Fiasko. Das ist so broken irgendwie. Ganz einfach alles. Egal gegen welchen Gegner du kämpfst. Ey. Ich dachte, er wird ein bisschen einfacher, aber nein. Zeitliche Katastrophe. Oh, einer ist kurz davor, gebrochen zu werden. Nein. Oh Junge, lass mich doch. Boah. Hier geblieben. Boah. Zack. So, wer auch immer gerade im Überlimit noch mal war, hat keine mystische Art oder irgendwie sowas eingesetzt. Geht weg von mir. Boah, jetzt kommt der schon wieder. Wie oft bin ich jetzt mit Flynn verreckt, ey? So. Okay, okay. Oh Junge, lass mich doch mal. Nee, wie frustrierend das hier ist. So, du bist jetzt tot, komm. So, König Kabum. Wer auch immer du bist. Wer auch immer hinter dieser Maske stecken bist jetzt als nächster dann. Boah, jedes Mal, wenn ich auf die losgehen will, wäre nie vor mir weg. Die KI, die weiß das, ey. Gibt's doch einfach nicht, ey. Nein, nicht heilen. Oh. Man hat ja alles auf die draufhauen, ey, und wir kriegen trotzdem so auf die Fresse. Na gut, das heißen gehen wir auf jemand anderen los, damit ich mich auf einen konzentrieren kann. Da wird zeitlich wieder nicht klappen. Ich sehe das schon jetzt, ey. Hier geblieben, ey. Junge, ernsthaft. So, jetzt komme ich mal. Immer weiter. Müsste Schad, ja, habe ich noch rechtzeitig geschafft. Erstaunt, was hier frisst hat. Oh, hat sogar gereicht. Sehr gut. Oh, Raven, du kannst noch mal einen Orangen Gummi oder so einsetzen. So, dich in 2 Minuten erledigen. Das schaffen wir doch. Ne? Oh, ich habe gerade geblockt. Weiß nicht, ob das wichtig war. Das sah aus wie so ein Grab irgendwie. Hätte mich irgendwie gegriffen. Keine Ahnung. Auf den Boden geschmissen, so wie dieser eine riesige Typ aus Tales of Celia, Zhao oder irgendwie sowas. Ich habe den seinen Namen leider vergessen. Ja, dann kenne ich noch Agria, Wingal, Gaius und Pressair oder Presser. Ne, Pressair war die aus Symphonia, ne? Die ist Presser, glaube ich, ne? Sag. Na komm, lieber. Okay, wir sind ein Erfolg hier. Oh, 20 Level Unterschied und trotzdem noch so eine. Oh, ich muss Miso-Suppe kochen mit Estelle, um. Das hat eine Menge Erfahrungspunkte gegeben. Mit Estelle eine neue Sache zu lernen, muss ich Miso-Suppe die ganze Zeit kochen. Okay, das hat viel Erfahrungspunkte gegeben. Aber das war auch knüppelhart. Und gewonnen hat
Heldenmutige Vesperia, euer überragendes Teamwork hat den Unterschied gemacht. Los, holt euch euren Preis ab. Wow, wir haben bereits die Team-Turniersieger gekrönt. Wir waren trotzdem auf eure Rückkehr. Wir lieben es, euch beim Kämpfen zuzusehen. Bis dann. Schnellgang, großes Kind. Gehört dem folgenden Titel, ein kleiner Ritter. Schnellgang, großes Kind. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Nee, du hast verloren eigentlich, Kerl. これで俺たちの団結力が証明されたってことだろうな。一人で戦うよりもみんなで戦って得た勝利の方が喜びが大きいですよね。うん。これを機に全員でもっと力を合わせて頑張ろうってことで、力を合わせたからってオスさん一人で力を抜くような真似したら許さないわよ。しないってばよ。何をうまくまとめたのに。 Kommt keines, gibt irgendwie so im Sinne von: Hey, Carol, warum warst du eigentlich gerade auf die Gegnerseite? Oh, großer Junge auf Hochtouren. Alles klar, so kriegen wir das. Also, okay, dann machen wir noch mal kurz einen Abstecher zu Dingens. Ist jetzt hier ein neues Turnier? Ups, nee, nee. Nö. Okay, Hälfte des Levels ist schon voll. So, das heißt, wir müssen jetzt noch mal mit Carol irgendwie so eine Dingens hier machen, so eine Rennstrecke. Was? Das ist ein riesig, das Teil. Muss ich noch mal gucken, welche Strecke noch mal. Gott, wo soll ich denn das wissen? Ich glaube sogar die eine der ersten war das, ne? Ja, muss ich jetzt leider durchprobieren. Egal. Die Aufnahme ist an, also ja. Oh, Raven haben wir auch noch nicht, ne? Als Puppe. Das heißt, ich muss wahrscheinlich Raven ja. Ich muss Schwan wahrscheinlich besiegen, ne? Dann kriege ich hier die Puppe für Raven, oder? Lass mich raten. So läuft das ab, oder? Gut. Weiß nicht, wie ich das handhaben werde, ob ich das so reinschneide noch, ich das geschafft habe. Keine Ahnung. Mal schauen, wie ich das mache. Wird schon irgendwie funzen. Aber erst einmal müssen wir das hier erledigen. Jetzt nur wüsste, welche Strecke das ist. Das ist jetzt war nicht sogar schon die erste Kurs 1. Ich muss leider jetzt hier so nachgucken. Ne? Wieder sagt das eine der ersten. Die erste war schon mal nicht. Ich glaube, die zweite war Rita. Ne? Vielleicht die dritte, ich weiß nicht. Du hast tolle Fotos gemacht, ich habe direkt aufgegeben. Du Hegel. So, komm her. Mach mal Kurs 3. Ich meine, der zweite Kurs war Rita, ne? Ah, Gott verdammt. Gerade hatte ich so Spaß, er hat voll gepostet. Okay, oh, Gott sei Dank. 4. Okay, gut. Ist diese Kacklevel. Hey. Ich das schlechteste Minispielen ganz Tales auf Serie bisher. Ohne Kack hier. So, jetzt gib mir die verkackte Puppe oder ich reiße irgendwie alles ab. Zerschwitze, ich habe so viel, das hat nichts gebracht. Warum habe ich das nicht bekommen? Sag nicht, ich muss irgendwie eine blöde Bestzeit oder so hier reinlegen. Oh nee.
Hatte ich den nicht aber auch schon? Oh. Na gut, haben wir ein bisschen Zeit verschwendet. Was soll's. Gut, dann sehe ich euch, wenn ich wieder irgendwas gemacht habe. Wenn ich, keine Ahnung, vielleicht ist das schon der nächste Part. Und weiß ich nicht. Ciao. Es geht. Schulif war besorgt. Alles klar. Wie sieht's mit Plaudereien mäßig langsam aus? 81%. Es gibt eine Trophäe, glaube ich, mal alle sieht, aber ich glaube nicht, dass ich habe auf jeden Fall schon welche verpasst. Also ja, hier trainiere ich übrigens. Ich habe gehört, diese Golems geben irgendwie die meisten Erfahrungspunkte, und wenn man im Meer reinrennt, dann ja, kriegt man ordentlich Erfahrungspunkte. Und ja, ja, da war's. So, ich bin noch mitten in meiner Trainingssession, und ja, ich wollte gerade ein paar neue Sachen zum Essen kaufen, weil die mir ausgegangen sind, um neue Rezepte und so zu lernen. Und ja, ich wollte eigentlich nach Shumanjo gehen, weil die da alles verkaufen an solchen Sachen. Aber ich bin wohl aus Versehen nach Aonion gegangen, und hier werde ich direkt mit einer Cutscene begrüßt, so wie es aussieht. Kamera ist so über die Stadt am Schwenken, und ja, guck mal, was es hier mit auf sich hat. Mein Mikrofon ist außerdem die ganze Zeit einem rumspinnen, weil ich nicht so doll finde. Das steckt sich irgendwie automatisch irgendwie aus. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Und ja, die Stadt sieht gut aus. Mann, alles hat sich total verändert. Die Stadt ist so schön geworden. Ich bin froh, dass wir ihnen geholfen haben. Die Leute in der Stadt haben jetzt leuchtende Augen als vorher. Findet ihr nicht auch? Ja, denn sie haben alle Hindernisse überwunden und ihre Stadt fertiggestellt. Sie müssen das Gefühl haben, einen großen Erfolg erzielt zu haben. Flynn ist so gerührt, er kann gar nichts sagen. Hey Flynn, Yuri, was haltet ihr denn jetzt von der Stadt? Fantastisch, du hast die Stadt wirklich total verändert. Das alles dank dir, Yuri. Du hast ihnen alles besorgt, was sie brauchten. Da, jetzt ist die Katze wohl aus dem Sack. Wir sind ständig zusammen. Das hätte ich beim ersten Willen nicht übersehen können. Es ist nicht recht, dass andere übernehmen mussten, was die Aufgabe der Ritter oder des Reichs gewesen wäre. Ach, naja, komm schon, er hat sich einfach nur Sorgen um dich gemacht. Das verstehe ich, und ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber fahrt mich nächstes Mal vor, so lauten die Regeln, in Ordnung? Flynn, gut, alles klar. Trotzdem, die Stadt hat sich so gut gemacht, dank dem, was Yuri und ihr alle von uns getan habt. Bitte, bitte, das ist für den alten Raven doch ein Kinderspiel. Hast du überhaupt irgendwas getan, das nur im Entferntesten nützlich war? Nein, Raven. Alle haben dazu beigetragen. Als Vertreter der Ritter möchte ich euch noch einmal danken. Warum hast du eigentlich normale Klamotten an, merke ich gerade? Warum hast du nicht diese Badass-Rüstung an? Film, mach dir darüber keine Sorgen. Du hast getan, was du konntest. Jetzt müssen wir auch unseren Teil beitragen. Ach, doch weißt du. Boah, diesen Spruch hast du von Yuri, nicht wahr? Ha, ha, ha. Vielen herzlichen Dank. Das wird den Leuten in der Stadt wieder viel Zuversicht geben. Yuri, das hier ist nur ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Nein, das will ich nicht. Ach komm, warum denn nicht? Geschenke sind ein Ausdruck der aufrichtigen Gefühle eines Menschen. Sie hat recht, Junge. Nimm es schon an. Königsunnamen. Okay. Sehr gut. Alle können den ausrüsten. Ich hoffe, du kannst ihn gebrauchen. Wird sicher nützlich sein, nicht wahr, Yuri? Kommst bitte und stimmst Flynn, dann solltest du ihn benutzen. Na, zur Abwechslung ist es dir endlich einmal gelungen, ein Geschenk auf eine Tat entgegenzunehmen, Yuri. So, dann nehme ich aber mal an, hier sind auch wieder ein paar neue Sachen zu tun gerade, ne? Hier sind zum Beispiel Häuser, die vorher noch nicht da waren. So, Königsumhang. Jeder kann den ausrüsten. Glaube ich. Oder ist das... Ach, das ist zum Dings, was das war, es hat 99 Verteidigung, mehr nicht. Ich
meine, mehr Abwehr, aber ja, super. Guck mal, wie das jetzt hier aussieht. Cool. Lass mal über ihr reingehen. Kann ich jetzt in dem Haus hier? So, gibt es jetzt hier einen neuen Laden oder so? Weil dieser Laden hieß die ganze Zeit auch Neon 1. Magda Fortuna 1 oder so, keine Ahnung. Essen kann ich irgendwann kaufen. Ah, jetzt kann ich ja auch Sachen kaufen, aber sind wahrscheinlich alles Sachen, die ich schon habe, ne? Ja, Dreck. Das ist ein bisschen doof. Kann ich neue Sachen herstellen? Ich glaube nicht, ne? Halt, nee, letztes Gefecht, das habe ich. Halt, nach, das habe ich. Wenn ich eine Null sehe, denke ich, das habe ich noch nicht, aber dann haben sie das schon ausgerüstet. Okay. Was haben wir noch hier? Wir müssen uns jetzt erstmal einmal hier überall umschauen. Einmal übernachten, auf jeden Fall auch. Hier ist eine Katze. Lagerhalle. Oh, was? Hey, ihr seid doch nicht. Oder doch? Wenn es ums Lager eingeht, kann sich niemand mit den Helden Vesperia missen. Diese heldenmutigen Vesperia. Oh, dafür sind wir also mittlerweile bekannt. Es tut mir leid, Carol. Heutzutage kennt man uns wohl noch als Lagerputzgilde. Hä? Das war aber nicht mein Ziel. Haha, keine Sorge. Es ist zwar, dass ihr euch auf unser Gebiet einen guten Ruf erarbeitet habt, aber bekannt seid ihr als vielseitige Allrounder-Gilde. Allrounder, ja, das trifft es wohl recht gut. Wenn wir gerade davon sprechen, könnt ihr mir vielleicht beim Aufräumen eines Lagers helfen? Ja, sicher doch. Genau das werde ich tun. Ich zähle auf euch. So, jetzt heißt es wieder Kopf anstrengen. Oh Gott, das ist wahrscheinlich das schwierigste Ding überhaupt, ne? So, und das hier kann ich nur dahin bewegen. So, da kann jetzt vielleicht wieder, je nachdem wie ich mich anstelle, ein bisschen dauern. Nein, warte. Also nicht. Wie ich denn hin? Ich würde mal sagen, dahin. Da ist die erste Truhe. Da ist die zweite Truhe. Den will ich vielleicht da runterhauen. Den hier will ich nach oben hauen, dann kriege ich schon mal die Truhe. Bizarr Klumpen. So, oh, ich habe eine Idee. Rip, rip, rip. Ne, hab nicht. Dreck. Ne, kriege ich so nicht raus. Dreck. Alles klar. Wie komme ich da oben? Ach, jetzt auch. Ach, hier kann man. Okay. Habe ich jetzt erst gesehen. So, dann gehen wir mal die Treppe da. Bauen. Halt. Doch. Sieht nicht so schwierig aus wie eine. Also, jede Lagerhalle, wo wir nicht irgendwie diese Sachen hier von oben irgendwie runterschmeißen müssen, ist eigentlich, weiß ich nicht, nicht so schwierig. Mein Gott. Ich habe gleich schon erledigt, wenn das so weitergeht. Ich habe eine Idee. Boom. So, da kann ich da runter schmeißen, da kann ich da in die Ecke reinschmeißen. Boom. So, das schmeiße ich dann jetzt hier hin. Den da oben kann ich auch noch dahin schmeißen. Warte mal, ich habe das schon erledigt. Was zum? War ja voll einfach. Ich glaube, das war die einfachste Lagerhalle bisher. Quelle der Weisheit gewonnen. Was? War ja voll einfach.
hätte noch voll viel Möglichkeiten, irgendwie auszubügeln. Hey, ich wusste, dass ich auf euch zählen konnte. Alles blitzblank hier. Hier ist euer Geld versprochen. Oh geil. Ich frage mich, ob wir ab jetzt nur mehr als Lagerputzgeld bekannt sein werden. Denn dann wird es bei uns, bei allen unseren Aufträgen nur mehr darum gehen, Lagerhallen zu putzen. Keine Panik, wir sind einfach die erste Adresse im Lagerhallen-Business. Deswegen wird der hellmutigen Vesper doch nicht automatisch mit Lagerhallen gleichgesetzt, sollte man annehmen. Ja, du hast wohl recht. Wusstet ihr, wie euer Chef in unserer Fachbereich genannt wird? Man nennt dich den Lagerhallenmeister. Du bist ein gefeierter Lagerhallenexperte, weißt du? Das ist doch schon etwas, worauf man stolz sein kann, oder? Lagerhallenmeister. Hey, gut für dich, kleiner Lagerhallenmeister Carol. Du bist eine Berühmtheit. Glückwunsch, Lagerhallenmeister Carol. Lagerhallenmeister Carol. Klingt irgendwie gut. Hey, das war auch nur ein Scherz. Hey, hört ihr mir zu? Klingt bescheuert, wenn ihr mich fragt. Na klar. Der Mann, dieser Titel ist sozusagen Zeichen, dass ich alle Lagerhallen erledigt habe, ne? So, da fällt mir auch ein, ich habe letztens gar nicht hier nachgeguckt. Wo ist es? Dem Ritter hier. Oh, das ist ein Kostüm. Okay. Beim Reinmachen macht dir niemand was vor. Kannst du auch die Probleme der Welt wegräumen? Wo ist hier? Kleiner Ritter. Er ist vielleicht klein, aber so tapfer und gerecht wie jeder andere Ritter. Dank seiner Leidenschaft ist es für alles bereit. Das ist der Titel, den wir letztens bekommen haben, als wir gegen Carol und seine Gilde gekämpft haben. Meister der Klinge Dojo. Okay. Nee, es hat nicht. Ruhig des Heiligen Schwerts. Übe gewissenhaft jeden Tag. Halte deinen Geist rein. Pflege dein Schwert stets. So. So, bist du nicht Estelles Meister? Ist recht spät geworden. Lass uns morgen früh wieder aufbrechen. Was? Okay. Ja, ich muss hier übernachten. Und dann passiert was. Keine Ahnung. Ich rate hier nur, ich spekuliere. Ja, oh, Leute, wir haben eine Stadt gebaut. Jetzt bauen wir ein Schloss. Geil. Immer weiter nach oben zielen. Ah. Ja, hier sieht das schon echt angenehm aus, ne? Präsentabel. Vorzeigbar. Wunderschön. Toll. Hatte ich immer Angst, wenn ich die Nacht ich gar in einer Sitzung mit, sollte nicht hineinplatzen. Lass mich raten, die Sitzung wird die ganze Zeit hier anhalten. Oh, okay, hat zwar nur Müll, aber oh, eine Stadt wird stärker. Quelle der Weisheit, bizarre Klumpen. Oh, die Sachen hatte ich noch gar nicht. Ausbrecher Sande von Korgo Alexei. Oh, sind die irgendwie, keine Ahnung. ここの随分立派になりましたね。本当だな。安全に町になっちまってやがる。みんなが力を合わせれば、こんなこともできてしまうんだね。避難してきた人たちも、なんだか生き生きしてるよね。世界はまだまだ危険な状態だっていうのに。死の子の言っても仕方がないって開き直ったんじゃねえか。まあ、いいことだとは思うけどな。 Okay. Noch den Adephagus erledigen, ne? Dann sind alle froh, ne? Das ist schön für dich. Ist da gemütlich gemacht. Na gut, dann vernachte ich ja nochmal und rede mit diesem Typ in dem Dojo. Weiß ich nicht, das hat irgendwie so angedeutet, dass ich da schon drinne habe geguckt. Nee, ne? Ist aber nichts. Gut, dann übernachten wir mehr. Offen, dass es Tag wird. Oder hat irgendwas passiert, wenn ich hier übernachte? Nö. Ich die Musik schon höre, dann schlechtes Zeichen. Es ist immer noch Nacht, du.
Muss Tag werden. Hallo, ich will mit diesem Typen im Dojo reden. So, hier stehen jetzt auch neue Leute. Du zum Beispiel. Okay, anscheinend nicht. Old Man. So, passiert jetzt hier was in dem Dojo? Ist noch kein Meister für mir gefallen. Bist du nicht Stealth Meister? Muss ich dich als Estelle ansprechen? Nö, keine Ahnung. Lauf mal mit Estelle rum. Stealth Philip Charles Flynn. Aber nur sehr knapp. Ich meine, beeindruckend das können, ne? Ja. So. Okay. Ich nehme an, jetzt nichts mehr. Also können wir überhaupt hier Schluss machen in dem Gebiet, ne? Sie werden sich den Rest des Spiels in der Sitzung hier befinden, ne? So wie der eine Typ, der die ganze Zeit vor diesem Klohäuschen hier seinen Kopf gegenhaut. Er hat ganze Spiel schon, denkt er davor. So, hier ist aber nichts mehr, ne? Gut, dann gehen wir mal wieder. Was ihr denn gerade, wenn ich hier rausgehe? Keine Ahnung, ich bin sehr paranoid. Ich nehme mal an, nicht, ne? Na gut, dann sehe ich euch wieder, wenn irgendwas anderes passiert, ne? Alles klar, Leute, ich bin im Besitz von allen Rezepten, wenn ich danach gehen darf, dass der Typ da hinten steht. Also ja, cool, ne? Ich habe mir alle Rezepte einverleiht, ich habe mir eine Liste im Internet ausgeholt und ja, da sind alle Rezepte aufgelistet, wie man die bekommt und wie man dafür benutzen muss. Vor allem, das ist irgendwie voll der Bescheid gewesen. Zum Beispiel hier Hacksteak. Ich musste Hacksteak mit Flynn zubereiten, um Steak freizuschalten. Hacksteak hat er allerdings schon gemeistert. Also wäre ich nie wieder irgendwie darauf gekommen, das nochmal zu kochen. Und zwar so lange, bis der irgendwann hier Steak lernt. Also da wäre ich von allein nie drauf gekommen. Deswegen fand ich gut, dass ich das nachgeguckt habe, weil das ist ja richtig bekackt. So, ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich alles gemacht habe. Mit der Stelle habe ich Mindstone hergestellt und dadurch habe ich Miso-Suppe bekommen. Dann habe ich mit ihr Miso-Suppe gekocht und Clam-Chowder bekommen. Dann habe ich mit ihr Witchy-Sauce gekocht, um Miso-Suppe mit Schwein freizuschalten. Mit Carol habe ich Sashimi gekocht, um Sushi freizuschalten. Mit Rita habe ich Krebs gemacht, um Obst-Parfait freizuschalten. Mit Patty habe ich Miso-Suppe gemacht, um Spießchen freizuschalten. Juri hat Miso-Suppe mit Schwein gekocht, um Udon-Nudeltopf herzustellen. Flynn hat Ramen-Eintopf, um Rinder-Eintopf freizuschalten. Und ja, Hacksteak, um Steak freizuschalten. Ja, außerdem noch, da tue ich dann auch mal noch so einen Weg räumen direkt, ein paar veränderte Arts gelernt. Und zwar einmal mit Carol habe ich zwei Sachen gelernt. Und zwar netter Pflegeschlag und netter Heilschlag, indem ich hier ne Quatsch. Ne, warte doch, hier so war das. Netter Hilfsschlag, das habe ich große Sintflut hier ausgerüstet und dann habe ich netter Heilschlag gelernt. Dann habe ich netter Heilschlag mit große Sintflut und Schmelztiegel ausgerüstet und habe netter Pflegerschlag bekommen, weil irgendwie so, weil ich die Hälfte der AP heilt, was richtig cool ist. Oh, und Raven hat auch noch eine Fähigkeit gelernt, einen Zauber meine ich. Gewitter, hier Gewitter, Gewitter, den habe ich gelernt, indem ich, wo war das nochmal, hier stürmende Verwüstung mit Höllenfeuer und Schmelztiegel benutzt habe 50 Mal. Ja, das ist ein ziemlich cooler Zauber, finde ich gut. Das war's an meinen Notizen, meine provisorischen Notizen. Jetzt gehen wir hier rein und gucken, was der noch. Der hat, glaube ich, noch ein letztes Rezept für uns. Es scheint, ihr habt alle meine Rezepte gesammelt und sie fleißig gelernt. Das sind deine Rezepte. Meine Augen haben mich nicht betrogen. Ihr seid alles nun würdig, auf die Bühne des Ruhmes zu stehen. Hm? Bald wird ein Kochwettbewerb stattfinden, um die Freundschaft zwischen Reich und Gilden zu festigen. Ah, da können wir endlich mal in diesen einen Raum gehen.
in der Angriff. Ich möchte euch als Repräsentanten der Gilden nominieren. Ein Kochwettbewerb. Ah, warum nimmst du nicht selbst teil? Wir Köche haben unseren eigenen Wettbewerb gegen die Köche der kaiserlichen Hofs. Euer Wettbewerb wird ein Schaukampf sein. Ihr Köche tretet einmal im Jahr gegen die kaiserlichen Köche an. Davon höre ich zum ersten Mal. In der Küche geht es bei uns fair zu. Unsere Treffen mit den kaiserlichen Köchen fand immer in Geheim statt. Aufgrund der aktuellen Zusammenarbeit zwischen Reich und Gilden könnt ihr nun öffentliche Wettkämpfe austragen. Was sagt ihr? Ich habe euch doch bestimmt überzeugt, daran teilzunehmen. Es ist eine Chance, den Ruhm unserer Gilde zu steigern, aber wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Schluss mit Ausreden. Hier, das ist für dich. Einladung zum Wettkochen. Ich weiß nicht so recht. Keine Angst, euer Gegner ist ein Amateur. Und euch wird der Sieg sicher sein, wenn ihr meine Wunderwaffe habt. Hier ist sie, die perfekte Speise. Mabo Curry. Wenn ihr dieses Gericht und alle Rezepte, die ihr von mir gelernt habt, verwendet, dann werdet ihr sicher Meisterköche. Nun geht, vergeudet keine Zeit, euer Training erwartet euch. Ich warte auf euch auf der Bühne des Ruhmes in Danges im Kolosseum, im Kochkolosseum. Mein Planet braucht mich. Wow, ein Kochwettbewerb. Macht sicher Spaß. Es ist wichtig, die Freundschaft zwischen den Reichen und den Gilden zu festigen. Na dann, wir werden Danges demnächst wohl wieder einen Besuch abstatten. Okay, aber nicht jetzt. Ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt. Wir haben Marble Curry freigeschaltet. Letzter Gericht. Und ja. Gucken wir mal, was macht das. Wo ist das hier? Eine große Menge von KP und TP. Alles klar, cool. Wie sieht's mit Album aus? Ich habe so eine Dings bekommen. Na, Einladung. Hat mir nicht ein Prozent gegeben, schade. Gut, aber ich sagen, das schneide ich dann irgendwann rein. Und ja, wir sehen uns dann gleich. Kochwettbewerb nehme ich an.